In den Niederlanden hat die Privatinitiative eine ganz große Bedeutung, um das Kind. Und es geht um die Gesellschaft. Denn die Gesellschaft braucht jetzt und in der Zukunft gut ausgebildete Menschen. Wie Sie so jetzt so reden, ne, da denke ich, so, hier ist noch viel zu entwickeln. Wir hatten die Situation auch. Aber das ist jetzt mehr als 100 Jahre her, hatten wir einen Bildungsstreit, einen Streit in der Bildung. Und das ging darum, ob die Schulen von den Klöstern und von den Pfarreien oder so, diese Privatschulen könnte man sagen, also die nicht öffentlichen Schulen, ob die auch für 100% finanziert wurden vom Staat, ja oder nein. Und nach diesem Kampf, könnte man sagen, hat man in 1917 das Grundgesetz in der Weise geändert, dass Artikel 23 gekommen ist, und in Artikel 23 da steht, dass jeder Bürger das Recht hat, eine Schule zu gründen. Was ist nun wesentlich in einer Schule? Die Schule entscheidet selbst über das Schulkonzept und über das Schulprofil. Der Schulleiter entscheidet darüber, wer an seiner Schule unterrichten darf. Das heißt auch, dass der Schulleiter das Personal kündigen kann. Also wenn keine guten Leistungen geliefert werden von diesem Lehrer oder von dieser Lehrerin, da kann diese Lehrerin entlassen werden. Wir haben die Idee, dass Qualität abhängig ist, vor allem von demjenigen, was der Lehrer oder was die Lehrerin leistet. Und wenn man verantwortlich ist für Qualität, muss man natürlich etwas über sein Personal sagen können. Es ist unmöglich, Qualität zu liefern, wenn man kein gutes Personal hat. Die Schule entscheidet selbst über Bücher, die lernen und die nicht. Das ist natürlich eine Konkurrenz zwischen den Schülern. Es ist wichtig, dass man genügend Schüler hat. Denn jeder Schüler liefert ungefähr 7.800 Euro. Das klingt aber auch sehr danach, dass es viel, viel, viel mehr Arbeit für alle Menschen auf der unteren Ebene, also wenn wir jetzt von dem Top-Down-Ansatz in der Schulgovernance an, dann fällt viel mehr Arbeit an für das Lehrpersonal und für die Schulleiterinnen und Schulleiter, oder? Für das Lehrpersonal gibt es keinen Unterschied. Es gibt, ob man in einer öffentlichen Schule oder in einer nicht öffentlichen Schule arbeitet, da gibt es keinen Unterschied. Denn die Autonomie gibt es auch in den öffentlichen Schulen. Denn die öffentlichen Schulen haben sich auch entwickelt zu autonomen Schulen. Gehört haben, wünscht sich niederländische Verhältnisse, bitte um Handzeichen. Und wer findet, das geht zu weit? Also das sind eindeutig, das ist zu viel Autonomie, das ist zu viel Privat und zu wenig Staat. Wer ist dieser Meinung? Eine Minderheit, das ist sehr unösterreichisch eigentlich. Aber Dankeschön an unser vorbesetztes Panel und vielen Dank Ihnen allen. Sie sind jetzt hier Besucher bei der Bildungsarena. Wie hat es Ihnen gefallen? Es hat mir gut gefallen, vor allem die Niederlande waren interessant, war natürlich auch schon bekannt. Auf der anderen Seite fehlt mir sehr viel in der ganzen Reformdebatte die konkreten Ansätze. Wo passiert endlich etwas? Konkrete Umsetzung gibt es nicht einmal ansatzweise. Ja. Es wäre auch schön, wenn vielleicht das Bildungsministerium vertreten wäre. Das würde sie zum Beispiel auch ein bisschen betreffen. Entscheidungsträger. Ja.